Also wie macht man das mit dem Bauch? Wie erfasst man diesen schrecklichen Menschen, Josef Goebbels, mit dem Bauch? Ich wusste von vornherein, dass ich einen wirklich bösen Menschen spiele. Und normalerweise versuche ich bei den Theaterfiguren, die halt fiktive Figuren sind, eine Figur so offen zu halten, dass sie möglichst spät erst von dem Publikum wirklich bewertet werden kann. Ich finde es immer langweilig, wenn man im Theater nach 3 Minuten schon weiß, ah, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Und je widersprüchlicher eine Figur ist, desto interessanter ist sie. Und dieses sozusagen Zurückhalten mit einer eigenen Wertung, das musste ich zwar bei Goebbels auch, aber ich habe sie natürlich ganz stark. War ein wirklich böser Mensch. Und deswegen ist mir das sehr viel schwerer gefallen, bei dieser Rolle irgendeine Art von Nähe zu der Figur zu finden, als bei eigentlich allen anderen Rollen, die ich gespielt habe. Das habe ich dann überbrückt, indem ich mir Videos angeguckt habe und mich in die Tagebücher hineingelesen habe, diese wirklich 2500 Seiten, was die Sache auch nicht erleichtert hat, weil da wurde einem nur noch klarer, wie kaltschnäuzig und böse, letztendlich wirklich wie böse dieser Mensch war. Ich weiß von einem Schauspieler, der dabei war, bei den Dreharbeiten zum Untergang, dass man sich auch gelegentlich so in der Kantine mit meinem Führer oder mit irgendwelchen anderen Nazi-Begriffen angesprochen hat. Bei Ihnen könnte ich mir fast vorstellen, dass Sie sich daran nicht beteiligt haben. Das stimmt. Ich fand das doof. Ich fand das geschmacklos. Ich fand das doof. Die haben so Hakenkreuze gemacht, zum Beispiel. Sie sind so gesprungen und haben Hakenkreuze nachgemacht. Oder haben sich ständig mit so. Also ich bin da irgendwie von einer vielleicht ein bisschen doofen oder langweiligen, aber ich bin da irgendwie Moralist. Und ich finde, das ist wirklich eine Zeit, über die man, also wirklich, da muss man sich sehr genau überlegen, Witze drüber zu machen. Ich fand auch diesen Film von Dani Levy total missglückt. Muss ich leider sagen an der Stelle. Obwohl ich den Dani Levy sehr mag und andere Filme gerne mochte, aber den Film fand ich wirklich missglückt. Ist das dann so gewesen an diesem Set, dass da die Leute sich auch ein bisschen geschnitten haben, so von wegen Uli, der Spielverderber, macht wieder nicht mit? Nö. Also es war nicht so ein Gruppenzwang, dass Nö. Man da mit... Außerdem, nein, es war ja nicht wie auf dem, ich weiß nicht, sind doch nicht lauter 14-Jährige, die, wo man dann sofort irgendwie... Das kann aber schnell so werden, also... Nee, also ja. Dann doch nicht, nee. Also die wussten schon auch selber, wenn sie ihre Witze gemacht haben, dass es vielleicht nicht so ganz politisch korrekt ist und so. Und ja, dass ich mich daran nicht beteiligt habe, war okay. Und wenn es nicht okay war, dann soll es mir auch wurscht gewesen sein.